Und willkommen zurück zu Pokémon. Jetzt wollen wir ja die Arena hier machen. Wen benutze ich da am besten? Turtok. Ja, Turtok kann nicht gesurft werden, das ist mir schon klar. Ich wollte ihn auch nur austauschen auf Platz 1. Und rein geht es. Und hier ist ganz witzig in der Arena. Hier kann man so ein paar Fragen beantworten. Willkommen beim Pokémon-Quiz. Weißt du die richtige Antwort, dann öffnet sich die Tür. Ist die Antwort falsch, dann musst du kämpfen. Je mehr Antworten du weißt, desto fitter sind deine Pokémon beim Kampf gegen den Arenaleiter. Entwickelt sich Raupi zu Smetbo? Ja. Und die Antwort ist richtig. Geh weiter. Ich hatte gerade Bedenken, dass sie es als falsch auffassen, weil Raupi ja zuerst zu Saftkon wird. Aber es war ja doch richtig. So, Pokémon-Quiz, prüfe dein Wissen. Gibt es 9 offizielle Pokémon-Orden? Es gibt sogar wesentlich mehr, aber in diesem Spiel gab es nur 8, von daher nein. Und die Antwort ist richtig. Geh weiter. Jupp. Hier rein. Pokémon-Quiz, prüfe dein Wissen. Entwickelt sich Quapsel 3-mal? Eigentlich ja. Aber hier ist es nein. Und die Antwort ist richtig. Geh weiter. Aber eigentlich kann es sich ja auch noch zu Faxo entwickeln. Von daher, naja. Prüfe dein Wissen. Sind Donnerattacken gegen Bodenattacken sehr effektiv? Nein. Und die Antwort ist richtig. Geh weiter. So. Hier noch. Prüfe dein Wissen. Unterscheiden sich 2 gleiche Pokémon mit gleichem Level? Ja. Und die Antwort ist richtig. Geh weiter. Sehr schön. Dann sind wir ja gleich schon beim Arenaleiter. Prüfe dein Wissen. Ist TM28 die Froschattacke? Nein, TM28 ist der Schaufler. Und die Antwort ist richtig. Geh weiter. So, und hier ist der Arenaleiter. Haha, ich bin Pyro, der Arenaleiter der Zinnoberinsel. Meine Feuer-Pokémon lassen die Siegesträume meiner Gegner in Flammen aufgehen. Du solltest schon mal Feuerheiler parat halten. So, dann wollen wir mal. Pyro möchte kämpfen. Er hat einen Vulnona. Level 48, meine Fresse, nee. So, Surfer. Nö, ja, Konfustrahl, Neos. Komm schon, Turtok. Uiuiui. Sehr effektiv, gut. Flammenwurf. Okay, nicht effektiv. Turtok ist immer noch verwehrt. Aber Turtok ist gut genug, um nochmal den Surfer einzusetzen. Wunderbar, wunderbar. Ach ja, der erfahrungslose Teiler, gut. Ja. So, Galoppa. Sehr schön, denn... Bodycheck von mir aus. Ja, Turtok ist immer noch verwehrt. Nein, komm schon, das ist nicht wahr. Na gut, Turtok ist kaputt. Wird schwierig für mich. Versuche ich mal Nidoking am besten. Ja, Eisstrahl wird nichts bringen, aber Stärke vielleicht. Na los. Na toll, hat nicht viel abgezogen. Komm schon, will ich gegen Pyro verlieren. Oh Gott, oh Gott. No, das gibt's nicht. Ah, er bringt sie selber um. Ha. Gut, gut, gut. Ja, Punkte. Hey, dieser Flo erreicht Level 41. Na los, na los, na los, weiter hier. So, jetzt kommt noch Arcani. Okay. Sollte ich hinkriegen, auch wenn es ziemlich stark ist. Oh Gott, Feuersturm. Verdammt. Dann los, Glurak. Feuer gegen Feuer. Okay. Meine Fresse. Obwohl es sich effektiv war, hat mir fast alles abgezogen. Toll, und ich ziehe fast nichts ab. Na, das kann ja was werden. Ich habe so lange die Befürchtung, dass ich diesen Kampf verlieren werde. Weil meine Pokémon zu schwach sind. So, Pikachu.
Überlebe es, überlebe es, bitte. Oh, das ist nicht wahr. Ich hab verloren. Doof. Ja, jetzt, der hält auch noch einen Panzer, klasse. Ist ja schlimmer als gegen Sabrina. Hey, seine Attacke ging mal daneben. Das kann ich eh nicht mehr gewinnen hier. War mein letztes Pokémon nach Taubos ist Pisaflor. Das kann nichts werden. Ja, toll, ich mache ihn echt kaum Schaden. Ja, Rucksack-Hieb. Da war nur noch der Rucksack-Hieb drauf. In der Hoffnung, er macht sich selber kaputt irgendwann. Rucksack-Hieb. Es fehlt ja nicht viel. Aber ich glaube nicht, dass ich das noch schaffe. Ja, das war's. Das kann dieser Flur nicht schaffen. Oder doch? Nein, das schaffe ich nicht. Nein! Oh, das ist gemein. Das war's. Ist das doof? Ich verliere dadurch immer so viel Geld. Das kotzt an. Ah. Ich muss das Ganze nochmal machen. Toll. Ah, was soll's. Ich habe keine andere Wahl. So, ich dürfte aber hier alles frei haben, ja. Einfach alles nochmal versuchen. Ja, ja. So, Hallöchen. Ja, ich weiß, du bist Pyro. Hast Feuer-Pokémon, die ganz toll sind. Ja. Und los geht's. Pyro will kämpfen. Hat einen Bullnona. So, das war ja noch nicht so schlimm, das Bullnona. So, super. Gut. Nochmal. Ist gut, Bullnona schon mal weg. Ja, Erfahrungspunkte. So, jetzt kam das Galoppa. Heuler, ja. Angriff sinkt, das ist nicht so schön. Aber es hat ja trotzdem einiges abgezogen. So, Galoppa ist weg, jetzt läuft's besser. Aber wesentlich besser. So. Und Akani. Okay, okay. Super. Ja, das könnte was werden. Jetzt sollte ich es eigentlich schaffen. Auch wenn er da noch so ein bisschen Energie hat und den Supertrank benutzt. Aber jetzt ist er kaputt. Warum nicht gerade eben so? Nein, ich muss erst verlieren. So, Level 41 für Turtok. So. Pyro ist besiegt. Mein Feuer ist erloschen. Du hast ja den Vulkanorden redlich verdient. Aha, der Vulkanorden steigert die Spezialfähigkeiten deiner Pokémon. Nimm zusätzlich dieses Geschenk. TM38. Ist Feuersturm. Feuer-Pokémon können diese Attacken erlernen. Glutexo und Ponita sind dafür, irgendwas. Das habe ich jetzt nicht gelesen. Okay. So. Einfach nur raus hier. Schwupp. Das Pokémon Center. Und heile meine Pokémon. Willkommen. Wir benötigen deine Pokémon.
So, danke, sind wieder topfit. Kommen wieder vorbei. So, jetzt fehlt uns nur noch ein einziger Orden. Und den bekommen wir hier oben in Betania City. Und da oben gab es ja die eine Arena, wo man nicht reinkommt. Aber die ist jetzt geöffnet. So. Die Arena hier. Aber das mache ich nicht jetzt. Ich würde sagen, ich trainiere meine Pokémon ein wenig. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Also bis dahin. Tschüss.